Ja, bin wieder da. Wird einfach weiter aufgenommen. Wir sollen dem Papa folgen, was wir letzte Folge nicht getan haben. Und ja, ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen um. Komm, ich möchte spielen. Na, dann eben nicht. Papa nachlaufen. Oh mein Gott, Flashbang! Okay, 9 Jahre später, wir sind jetzt 10 Jahre alt. Wir experimentieren und zünden. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Aber Dankeschön. Er wächst so schnell. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Danke. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Oh mein Gott, Kinderarbeit! Spaß. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Du wirst nur einmal 10. Genieß es! Erwachsen wird man schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Jupp. Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Hast mich nicht ausgetrickst? Hab nur so getan, als ob ich die nichts wüsste. Lüge. Großartige Party, Amata. Danke, dass du das für mich gemacht hast. War es das schon? Oder hat das richtige oh Gott, hat die richtige Party noch gar nicht begonnen? Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Ich habe echt keine Ahnung. Mein Date mit Christine Campbell? Her mit dem Geschenk. Okay, okay. Eine letzte Frage. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognak. Ausgabe 14. Und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden. Im Ernst. Komisch, sich vorzustellen, dass er Comicbände liest. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Grognak, der Barbar, hinzugefügt. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, wer bist du denn? Officer Gomez? Oh mein Gott, Gomez! Was? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Okay, danke. Na, macht's Spaß? Der Aufseher. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Sie findet mich geil. Natürlich mag sie mich. Ich bin doch so charmant. Das hat sie gut gemacht, aber man hätte schon etwas mehr helfen können. Bilde dir nicht zu viel auf ihre Freundschaft ein, junger Mann. Ich bin immer noch der Aufseher und für diese Vault und ihre Bewohner verantwortlich. Tut mir leid. Ein weiterer Jugendlicher auf dem Weg, ein produktiver Vault-Bürger zu werden. Oh, hast du einen geilen Arsch, Amata? Halt die Fresse. Andy, warte. Oh, nein, der Kuchen. Ein 3000-Gramm-Modell? Was für ein Haufen Schrott. Ich glaube, man muss den jeden Morgen neu aufziehen. Oh, halt doch mal die Fressen. Und macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Ja, gnädige Frau. Oh, Sie hätten mir doch kein Geschenk mitbringen müssen, Mr. Palmer. Ich hoffe, Sie bringen mir was Besseres als letztes Jahr. Hoppalapap. Welches 10-jährige Kind mag denn keine Geschenke? Ich! Ob du es glaubst oder Spaß. Nicht, auch ich, bin 14. Ich war mal 10. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Ja, alle sind gestorben, ne? Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute.
Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Danke. Heute musst du nicht teilen. Süßgebäck. Ich habe keine Geschenke mitgebracht, falls es das ist, worauf du wartest. Nette Party-Arschgesicht. Arschgesicht? Schau auf, bevor ich dir auf die Tränendrüse drücke. Schau mal, Butch. Ich glaube Ich hab Hunger. Und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Mr. Palmer hat gesagt, ich muss nicht teilen. Ich habe nämlich Geburtstag. Wie wär's, wenn wir teilen? Für jede die Hälfte ist doch fair, oder? Du kannst es haben, Süßgebäck ist sowieso nicht mein Ding. Mrs. Palmer hat gesagt, dass ich nicht teilen muss. Wer redet denn von Teilen, Penner? Ich will alles. Gibst du mir jetzt das Süßgebäck? Oder soll ich dir ein Faust-Sandwich geben? Du kannst es haben, Süßgebäck. Ach so. Sicher, Butch. Auf das Süßgebäck spucken und es ihm geben. Verkrümmel dich, Butch. Du kannst mein Süßgebäck nicht haben. Ich hab keine Lust auf deinen Quatsch. Das wird dir noch leid tun. Mal sehen, wie hart du bist, wenn keine Erwachsenen mehr da sind. Nicht, dass ein mickriger Arm stark genug ist, diesen Pinball zu nehmen. Es muss aber ein echter Killer sein. Diese Party ist echt nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Du bist genauso wie ein kleiner Hurensohn, der ist ja Hälfte so Butch, aber Hälfte zu mir gehört. Außerdem braucht er... Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich Und ich dich mobben. Das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich geh dann mal besser zurück, weißt du? Geh mal zurück. Yay, es macht Spaß. Du hast nicht das Geheim zu halten. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Wie cool! Haben sie das für mich repariert? Ist in Ordnung, sieht allerdings ziemlich alt aus. Gefällt mir nicht, wie bekomme ich das ab? Wally sagte, mein Pip-Boy ist Schrott. Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Ah, wenn man richtig geil war, so ein Pippa in echt gibt's, oder? Danke, Stanley. Klar, mir egal. Haben Sie mal was zum Geburtstag mitgebracht? Okay, das ist sehr interessant. Wirklich. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Kinderbaseballmütze. Sicher wollen auch andere eine Chance, mit dem Geburtstagskind zu sprechen. Erlaube mir, dir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Ich würde... Butch ist ein Idiot. Mehr nicht. Ignoriere ihn einfach. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich wollte ihm nicht geben, was er verlangt. Er sagt, dass es mir später leid tun würde. Dein Papa ist der Aufseher. Kannst du ihm nicht über den Butch sprechen? Achso, kannst du mit ihm nicht über. Ach komm, frag mich nicht. Du weißt, er würde es tun, wenn ich ihn bitten würde. Aber was soll das bringen? Es ist schon schlimm genug, die Tochter des Aufsehers zu sein. Wenn alle wissen, dass ich mit jedem Problem zu Papa renne, wäre ich bald ganz allein. Wir überlegen, wie wir es Butch heimzahlen können. Ich verspreche es, aber ich werde meinen Vater da nicht reinziehen. Ob wir ihn wohl überrascht haben? Danke, dass Sie gekommen sind, Stanley. Ich weiß, dass Sie mit dem Aufbereiter viel um die Ohren hatten. Ich hoffe, es ist alles okay. Ja, zu klar, keine Sorge. Ja, ich habe letzte Nacht alles repariert. Dann lass mich dir mal was zeigen. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Achso, okay. Die Musik darf ich ja nicht laufen lassen, was ich wirklich schade finde. Lol. So sieht die Karte also aus. Ich dachte, die Vault wäre hier. Naja. Naja. Ups. Warte mal. Das kann ich aber lesen. Hier. So, Nahkampfwaffen.
Du oder ich? Danke. Ich schicke ihn runter. Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Ich weiß schon was. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Das ist toll. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Ja, mein Papa und Amata haben eine tolle Party für mich organisiert. Nicht wahr? Ich bin kein Mädchen und ich bin keine 5, also nenn mich nicht so. Ja, ich kann... Was? Ja, kann ich jetzt mal ein Geschenk haben? Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Like es. Danke, ich werde es in meinem Herzen tragen. Ist das alles? Danke, dann. Haben Sie sonst was noch was für mich? Ein Gedicht? Sie belieben wohl zu scherzen. Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Notiz hinzugefügt. Ein Geburtstagsgeschenk. Da blinkte Pfeil. Achso. Ja. Ups. Notizen. Oh Gott. Als wenn ich das jetzt alles lesen würde. Will man ein anderes Mal lesen. So, gehen wir mal weiter. Reaktorebene hört sich unten an. Also gehen wir nach unten. Hey, was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Ich bin kein Kind, ich bin 10 Jahre alt. Halt den Rand, Jonas. Wo ist mein Überraschungsgeschenk? Her damit. Oh, aber Papa hat mir erzählt, dass es okay ist, hier runterzukommen. Hey, entspann dich. Ich wollte dich nur ärgern. Du bist jetzt 10, da musst du nicht mehr auf den Quatsch von den Erwachsenen hören. Alles klar? Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Filter Room. Kein Zucker. Bereit für eine Überraschung? Ich mag keine Überraschungen. Was denn für eine Überraschung? Oh mein Gott! Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Ja, aber das leider in der nächsten Folge, weil, ja, ich mache hier jetzt wieder Schluss und, ja, der Timer ist auch gleich zu Ende. Ja, ciao, Leute.